So, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Fail LA Street Racing, wie es im Original heißt, oder zu Deutsch Overspeed. So, ich habe übrigens rausgekriegt, was das hier für ein komischer Bug ist, mit dass es mal ruckelt und mal nicht. Es ist egal, was man hier einstellt, es ruckelt immer. Man muss einmal die Option hier irgendwie umstellen und auf Bestätigen klicken, damit er einmal macht. Also Bild kurz weg, Bild wieder da. Dann ist flüssig. Technik, die begeistert. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was gespielt. Also ein paar Rennen und ein bisschen was gewonnen. Ach, siehst du, Nitro könnte ich mal einbauen. Ja, noch nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Und habe auch natürlich schon ein paar Rennen verloren. Und alles gar nicht so gut. Und dann hat man ein bisschen Musik dazu gepackt. Werdet ihr gleich merken, ist deutlich andere Musik. Aber ohne Gesang sollte klappen. Reifenstufe 1. Jawohl, da bin ich dabei. Da sind wir dabei. So, ersten Gang rein. Schnauze. Da freuen sich die Nachbarn. So, wir hauen dann gleich testweise immer Nitro rein. Ich wollte mir nur für den Schluss aufheben. Und kleiner Hinweis, ich bin ziemlich erkältet. Daher nicht wundern, wenn ich ab und zu mal huste. Oh, ich muss zugeben, du hast hier echt selbst übertroffen. So, Reifen. Zu was zählt denn das? Zu Handhabung? Zu Handhabung. Ich führe hier so eine Liste. Was der dann später hervorgeht, was ich alles schon habe, weil ich nicht. Es wäre zum Beispiel Quatsch, ja, wenn ich jetzt hier ein Rennen, also zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier eine Wette eingehe für ein Rennen, wo ich dann hier für Stoßstange, Front, also ja, Stoßstange, Front, wo sonst, Stufe 3 oder so irgendwas riskiere. Das wäre totaler Quatsch, weil wozu? Ja, 4 ist besser als 3. Brauchen wir nicht. Deswegen eine Liste, weil alles im Kopf habe ich nicht. So, Reifenstufe 1. Das ist hervorragend. So, was haben wir denn hier? Gib's auf, du verschwendest deine Zeit. Corrado versus Golf. Du wandelst also immer noch auf ehrlichem Faden? Das kannst du haben. Hä? Does that even make sense?
Kennst du Steven Kiru? Der Typ ist krass drauf. Wenn Matt Peacock im Finale ist, musst du erstmal Kiru schlagen. Das alles Leute, die ich schon abgezogen habe. Na, endlich. So. Du hast schlechte... Oh, das nehmen wir aber alles. Karosse Stufe 2, würde ich mal sagen. Das brauchen wir nämlich. Los geht's. Ja, viel besser. Nicht nur mehr Bums, sondern auch mehr Grip. Achso, wegen der Musik. Also ja, es gibt einen Ordner, der nennt sich Musik. Da kann man einfach seine MP3 oder... was war das andere? OGG-Datei, glaube ich, reinpacken. Wenn man da Bock zu hat. Bastjo. Und dann spielt er die quasi mit ab. Aber er springt erst dann zum nächsten Titel vor, wenn ein Titel beendet wurde. Wenn also die Rennen kürzer sind als das Musikstück, dann hört man den einen Titel wieder und wieder und immer wieder und nichts anderes. Da das auch hier wieder der Fall sein wird, denke ich dann einfach mal hoffentlich dran, dass ich beim nächsten Rennen dann den Track vorspule zum nächsten. Zu bringt ja mal wenig bis gar nichts. So, wir haben jetzt gewonnen. Karosse. Stufe 2 ist bei Handhabung. Gleich mal einbauen. Jetzt können wir quasi auch Stufe 1 verwetten, wenn wir wollen. Und Handhabung 99. Eier. Wir sind ein Zehntelsekunde schneller, Handhabung sinkt. Ansonsten ändert sich nichts. Verstehe. Also genau genommen verstehe ich es nicht. Aber naja, da wollen wir mal nicht so sein. Oh, Reifenstufe 2, 177 PS, na, das hättest du wohl gerne. Das hättest du ja, da stink ich ja gleich ab. Das brauche ich ja quasi gar nicht erst probieren. Ja, ja. Aha. Guck mal, da oben bin ich schon. 160, na, darauf kann ich mich einlassen. Stufe 2 vom Fahrwerk. Haben wir noch nicht. Die nehmen wir mal. Legen wir los. So, nächster Titel.
Achso, pro Runde hat man Nitro. Ach, guck mal. Gut, dass ich das auch rauskriege. Füllt sich automatisch wieder auf. Wie auch immer. So, das war jetzt Fahrwerk Stufe 2. Hier hört man das Lied auch gleich ein bisschen besser. Das ist jetzt besser geworden. Handling hat abgenommen. Ansonsten ist nichts anders. Okay. Traf ich nicht. Nun gut. Und kommt nur ein blöder Spruch. Sag ich doch. Hey Bernie, fertig mit dir. Vielleicht komme ich bitte mal vorbei, ey. Nächster blöder Spruch? Sag ich ja. Schlechte Nachrichten, Sam Curro und sein Kumpel Ted, Pete und Billy. Und seine Kumpel Ted, Pete und Billy fallen sind ganz vorn. Das wird verflucht hart, wenn du gegen die gewinnen willst. Gib's auf, ne? Du verschwendest deine Zeit. Na, endlich. Ach, ein Chorus. 177 PS. Drei Runden auf dem Boulevard. Boah. Wollen wir es riskieren? In Ordnung. Riskieren wir es mal. Los geht's. Los geht's. Noch mal ein anderes Lied. Das kann ja quasi bloß hoffen, dass der zu blöd ist, hier um die Kurven zu kommen. Da war schon viel Schlechtes bei. Kann man abkürzen?
glaube, ich brauche einen sechsten Gang. Scheiße. Okay, das waren das mit X.